Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir spielen die nächste Jacob-Mission. Diesmal mit dem verbesserten Handschuh. Ja. Mit dem geilen Handschuh. Hier lang, mein Bester. Ich muss dir etwas zeigen. Einsteigen. Aber wo wollen wir hin? In eine von Starricks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden. Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ja. Ein Mann wie Starrick errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. Gut so. Sie haben jetzt hier irgendeinen Farbfilter drüber gemacht. Das alles auf jeden Fall ziemlich dunkel macht. Ah, Jacob, kannst du nicht ganz normale Leiter benutzen? Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Diese Werkstatt gehört Starrick. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Bei der Platzierung des Sprengstoffs niemanden töten. Das kriege ich nicht hin. Erstaunlich. Nummer 1. Der verrückte Krähen-Typ ist hier. Krähen? Ich lass dich ausbluten. Wieso bin ich ein Krähen-Typ? Das verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz. So. Bist wohl falsch abgewogen, Junge. Ja, ich suche nach dem Weg. Wenn du mir jetzt sagen würdest, wohin? Haltet Ausschau nach dem Rook, Jungen! Gleich triffst du deinen Schöpfer! Gültigt. Boah. Dieser verrückte Krähen-Typ ist hier. Hörst mir, du Schwein. Und fertig. Anonym werden. Jetzt kann ich mit dir sprechen. Alles vorbereitet. Perfekt! Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten! Bereit? Warte! Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starrick lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber noch nicht so.
Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth. Nein, leider nicht. Ups. Eingang. Öffnen. Los mit euch, Beeilung! Nehmt die Beine in die Hand! Wieso musst du jetzt... Kann ich die Kiste hier wegnehmen? Nein, kann ich nicht. Schade. So. Aua. Schlag das Kind. Komm schon. Raus hier. Ablegen. Hier steht abliefern. Das ist, als wenn das Kind so eine Ware wäre oder so. Ein Geschenk, Sir, von Mr. Roth. Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Roth über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Also muss Roth jetzt tot sterben. Mein lieber Jacob. Unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden. Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum. Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung. Den toten Raben. Okay. Das gefällt mir nicht so ganz. Ey! Du hast Kenny getötet. Das ist nicht so cool. Warte mal. Das war das, wo ich nie dran gekommen bin. Kann es sein? Wow. Wie realistisch. Und alle Dynamitkästen liegen hier noch rum, die sind gar nicht in die Luft gegangen. Ja. Super. Super. Da war aber Rogue doch schon besser. Naja. Sagst du vor Bronson Hinnes? Was für ein... Gut. Das Massenarbeit habe ich auch beendet. Ich würde sagen... wir töten ihn den mal noch mal kurz. Ach, super. Falsches Haus.
würde sagen, in dieser Folge können wir den auch noch töten. Den Schlussakt. Hallo? Ah. Oh, es kann etwas länger dauern. Zur Alhambra, dort entlang! Oh, Scheiße! Roth. Ich würde gerne einen Platzanweiser nehmen. Gelegenheit. Ich glaube, das wäre ganz gut. Maskierte Gäste hier entlang. Bitte die Masken anlegen und hier versammeln. Bitte die Masken anlegen und hier versammeln. Bitte die Masken anlegen und hier versammeln. Darf ich die maskierten Gäste bitten, sich hier drüben anzustellen? Ja, gleich. Nur Maskierte. Ich wiederhole, Ladies and Gentlemen, dieser Eingang ist nur für Maskierte. Das Gesicht kenne ich doch, oder? Verpiss dich! Power! Das ist dein letzter Kampf! Viel Spaß! Ja? So, den Typ, da kann ich jetzt die Maske plündern. Schön. Naja. Ich begleite in Kürze, betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. Gut, gut. So kommt man auch rein. Hallo? Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Schön, schön. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedeutend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show widme ich dir. Okay. Das klingt nicht ganz in Ordnung. Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit. Hm.
Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Wir haben einen Freiwilligen! Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann! Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird, und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Ist er? Auch nicht wahr. Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Wir Briten sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Fähigkeit auf die Probe. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Die Jagd, sie wird eher zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Stopp den Bastard! Hier ist der hergekommen! Da, da! Habt ihr ihn gesehen? Du bist wohl ein Schisser! Schlag ihm den Kopf! Ja. Ich nehm dich aus wie ein Fisch! Spreng ihm den Schädel! Ich hab dir nicht in einem Stück. Hast die Hosen voll? Ich nehm mich aus, wie warm deine Innereien sind. Was rennt dir denn davon? Stech ihm die Hosen aus! Aua! Bereit! Brecht ihm das Genick! Das ist dein letzter Kampf! Viel Spaß! Hier wird sie langweilig. Kommt ihr nicht in einem Stück aus? Ein paar letzte Worte. Mal sehen, wie warm deine Innereien sind. Ich setze dir mein Ende. Na, na. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Da ist unser Ziel. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachschlag. Was ist denn jetzt los? Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Brenn! 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 Wenn man nicht gegen ihn kämpfen kann, schießt man ihn einfach ab. So wie im ersten Indiana Jones Film. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren?
Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht? Ja, der ist schräg. Also da heißt nichts, es war alles erlaubt. Das Credo hat er irgendwie komplett durchgeführt. Hier komme ich nicht lebend raus. Keine Zurückhaltung! Aua! Was für eine verfluchte Schweinerei! Hey! Ich möchte nach oben! Jetzt. Wie soll ich denn hier... Ach, hier komme ich gar nicht raus. Daran liegt's. Hier komme ich auch nicht weiter. Bedeutet, oh, was rennt ihr denn davon? Ich muss. Was für ein Alter! Hier komme ich auch nicht raus. Was für ein Alter! Hier komme ich also auch nicht weiter. Ich muss nach da oben. Hier komme ich nicht lebend raus. Doch, doch, doch. Passt schon. Na? Ach Mann! Hättest doch fast geschafft. Ah ja. Schuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Okay. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otto Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Schön.
Nur so ein klein bisschen Druck, ne? Aber es muss ja passen. Du kommst spät. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry, sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starrick den Edensplitter stehlen. Und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch, wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? Oh, die sind wohl nicht mehr so ganz dicke. Welch unerwartetes Vergnügen, sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, oh, dann könnte jemand ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant. Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones. Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen, mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Und bis dahin... Nerven. Er handelt mich wie ein Kind. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.